Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Jurassic World The Game. Ja, bei mir gab es wieder ein kleines Päuschen. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, ich kriege das langsam wieder hin, dass wieder permanenter oder wie soll ich sagen, öfter was kommt. Sorry. Stand leider wieder etwas an bei mir. Ja, ich bin ziemlich krass momentan, obwohl es noch ein bisschen dauern wird, auf Jurassic World 2 gehypt, weil. Ja, es gibt geleakte Bilder, wo man den T-Rex sieht und zwar als Animatronik. Und ich kann da nur eins dazu sagen. Geil. Darauf haben wir Fans doch gewartet. Endlich wieder ein animatronischer T-Rex. Ich glaube, wir haben Entelodeon schon. Oh boy. Entelodeon. Was? Bin ich gerade bekloppt? Entelodon schon, aber wir machen es einfach trotzdem, weil ich ein bisschen was brauche, damit ich ratschen kann. Nee, also auf jeden Fall, ja, da bin ich echt hyped drauf. Ganz ehrlich, ich habe darauf mega Bock jetzt, weil ihr müsst euch das mal anschauen, das geleakte Bild. Ohne Scheiß, ich finde, der Rex sieht da ja mal sowas von echt aus. Boah, also einfach nur geil. Geil, Mann. Komm, Jurassic World 2 wird auch gut, hoffentlich. Ich habe da echt Angst, dass das irgendwie failen wird. Ich glaube, das haben die meisten Leute. Aber es muss schon. Das muss hinhauen. Gut, machen wir erstmal gut 1400 Schaden. Ich bin in letzter Zeit ziemlich, ja, wie soll ich sagen, überfragt, was ich so auf meinem Kanal machen soll. Irgendwie will ich was Neues wieder bringen. Oder, keine Ahnung. Lego Jurassic World war ein Reinfall, weil Copyright, weil. Ja, weil YouTube denkt sich, nee, mach mal alles kacke. Ja, dafür können die auch nichts. Sie müssen halt so hantieren, dass alle Leute zufrieden sind. Oh, ich hätte wechseln sollen. Und ja, daher bin ich gerade momentan ziemlich unschlüssig, was das betrifft, was gerade kommen soll. Ich glaube, ich werde einfach mal Jurassic Park Operation Genesis das als nächstes probieren. Ein Arc-Stream habe ich vielleicht. Ist vielleicht auch in Planung, weil ich momentan ziemlich aktiv da auf unserem Server spiele. Das Problem ist halt nur, ich kann mir gut vorstellen, dass das dann schnell alles ein bisschen wieder langweilig wird. Und ach, ich weiß nicht, was ich alles machen soll. Ich habe vielleicht vor, jetzt bald einen Titanosaurus versuchen zu zähmen. Also nochmal einen zweiten sozusagen, aber jetzt halt auf der anderen Welt. Weil wir schon recht weit sind. Also da möchte ich wirklich ziemlich das Late Game von Ark nutzen. Deswegen haben wir ja erstmals so einen Zweier-Multiplikator auf EP gehabt und alles. Daher ging das dann recht flott. Ja, und jetzt möchte ich halt deswegen das Late-Game sozusagen ausnutzen. Das heißt halt, ja, hau mich tot. Ich möchte halt Tech-Arm und den ganzen Schrott haben. Farm auch viel und alles. Und mir geht's halt darum, dass, ja, ich habe irgendwie Bock, einen Titan versucht zu zählen. Also, ich habe Bock, den zu versuchen halt und mit meinen Leuten und mal schauen. Vielleicht kommt dazu ein Livestream. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ganz gut wird. Mal gucken. Ja, und sonst. Die Isle hat sich. Da hat sich auch sehr viel geändert. Ich kann mal schauen. Vielleicht kommt ja auch ein Die Isle-Video demnächst. Ich muss echt schauen. Ich bin momentan wirklich so fertig und K.O., weil ich. Ich möchte. Also, ich bin momentan echt so. Ich möchte einfach nur gerade meinen Leuten irgendwas unternehmen. Sei es am PC, sei es draußen. Irgendwie halt. Und habe gerade so null Bock irgendwie aufzunehmen tatsächlich, was, ja, das ist irgendwie gerade auch kacke, deswegen sind vielleicht auch die Videos nicht allzu spannend. Das liegt halt einfach daran, weil ich momentan mit meinen Leuten sehr viel unternehmen möchte, aber ich möchte halt euch auch nicht im Stich lassen, weil da fühle ich mich dann auch schlecht. Naja, mal schauen, ob sich das bei mir wieder pendelt. Ja, ach ja, dann wechsle ich zum Falschen, okay, das ist RIP. Ja. Also ich hoffe, dass in Jurassic World 2 auf jeden Fall, also Rexy wird ja zurückkehren, anscheinend. Sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen. Der animatronische Rex sieht sehr schön aus. Also wenn wir verkacken, wenn wir Safe Call verkacken. Ja, easy. Ach man. Und ja, keine Ahnung, ich habe halt auch Bock mal wieder was Neues zu sehen. Wie wäre es mal mit was Neuem? Also in Jurassic World haben sie halt nochmal alles, was die Fans so lieben, gezeigt. Und jetzt hätte ich doch Bock, mal was Neues zu sehen. Sei es ein Baryonyx, sei es ein Sukumimus oder sei es noch einmal der Spino. Auf jeden Fall hätte ich Lust, ja, irgendetwas Neues zu sehen.
Vor allem, weil ja im Jurassic World angeblich ein Supernus lebt, ne? Und dann war hier ja nichts. Wäre es doch schön, wenn sie die zeigen würden, oder nicht? Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler von mir. Bitte, Edestus, greif mit 3 Punkten an. Bitte, bitte, greif mit 3 an. Bitte, 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 bitte. Oder greif gar nicht an, du hälftiges Schwein. Komm, du wirst nicht alle auf Defense setzen. Beziehungsweise selbst wenn du es tun würdest, wärst du tot. Ja, Mann, der Moser hat 1 gegen 3 noch geholt. Sehr schön. Nice, Mann. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall hätte ich da mega, 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 mega Bock drauf, was Neues zu sehen. Ich weiß auch nicht. Der Rex ist immer geil, aber was Neues wird auch schön. Und wie es scheint, wird da ein bisschen was rumgefrachtet und ja, ich habe ja meine Spekulation schon mal genannt. Ja, ich weiß jetzt auch nicht direkt, was man dazu noch groß sagen kann. Ich glaube einfach, dass es halt ein bisschen so wie Jurassic Park 2 sein wird. Glaube ich jetzt einfach mal so. Nur halt, dass die Saurier jetzt auch noch wegtransportiert werden wahrscheinlich. Und halt wirklich versucht, man versucht da wirklich aus mit den nicht wirklich Kampfmaschinen zu machen, aber militärisch die einzusetzen, das wäre ja eine Idee, oder nicht? Okay, nur militärisch wäre nicht so krass jetzt, weil ich meine, so ein Viech kann ja einen schon, so ein Viech, meine ich, kann man jetzt schon sehr, sehr schnell wahrscheinlich erlegen. Aber irgendwas wird da schon gemacht. Ich meine, es war ja auch das Interessante natürlich in Jurassic World. Eigentlich holt man, es ist ja auch nur ein Lebewesen, Herzschuss und weg. Aber, ja, wie soll man sagen, ne? Der Indominus war was Besonderes. Und ich bin ein Idiot, weil ich Punkte verschwende, obwohl ich nicht effektiv gegen den Gegner bin. Naja, mei, hat funktioniert. Also, ich hoffe da ganz ehrlich drauf, dass also auf jeden Fall was Neues kommt und dass es nicht zu sehr verhauen, also nicht sehr ins Lächerliche gezogen wird. Heißt, man kämpft jetzt wirklich gegen das Militär mit normalen Dinosauriern. Das ist ein bisschen, ja, Hybrid okay, aber das soll schon eher so sein. Man hat keine Waffen, man muss versuchen zu überleben ohne seine moderne Technik. Ja, wäre schon cool. Also auf jeden Fall mit Jeff Goldblum. Es wäre cool, wenn sie da so Anspielungen machen, irgendwie, dass er halt ein paar Sätze nochmal nennt, wie ich schon übelst feiern würde. Sowas wie, ich hasse es, Recht zu behalten und so ein Scheiß, das war ja mega geil, oder Recht zu haben, ne? Das war halt schon cool. Oder, dass er von mir aus sagt, ach, dich kenne ich ja noch, oder so. Ach komm, ja, so irgendwie, irgendwas wäre doch, das wäre doch schön zu hören. In den Ohren eines Fans. Ja, dich haben wir ja schon, mein Freund. Wäre auf jeden Fall geil. Ja. Hä? Was? Ich hatte den noch nicht? Halt, das ist nicht Entelodon. Das ist dieses andere Vieh. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht vorbei. Ah, doch bin ich. Aber ich glaube, ich habe ihn gesehen. Hier ist er. Ja. Wir haben ihn jetzt erst freigespielt. Ich platziere erstmal kurz die 3 Stück. Und ich hoffe auch, also, das gehört auch zu 9 Kreaturen, aber halt 9 Hybriden zu sehen. Und irgendwie auch gleichzeitig möchte ich den Dominus nochmal sehen. Also, wäre schon cool, irgendwie den noch einmal zu sehen, weil der war schon nice, ne? Frage ist halt nur, ob er nochmal so groß sein wird. Weil er davon gesprochen hat, das Tier nur viel, viel kleiner. Ich weiß nicht, ob ich so einen kleinen Dominus akzeptieren kann, ne? Es wird schwer auf jeden Fall. Wird schwer. Nein, was drücke ich denn? Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber einen kleinen Dominus sozusagen zu akzeptieren, nicht einfach. Also, man kennt ihn jetzt so groß und stark und gefährlich. Aber wahrscheinlich wird es so sein. Naja, gut. Beziehungsweise mehrere zu sehen wird ja komisch, ich meine. Man verbindet jetzt den Dominus mit dieser Kreatur aus Jurassic World 1, mit diesem einem Weibchen sozusagen. Wenn man dann auf einmal mehrere sieht,
keine Ahnung, dann kommt es vielleicht einem nicht mehr so vor, als wäre der etwas Besonderes, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch wenn es nur ein kleiner ist. Also ich fände es besser, wenn es nur einen gäbe. Oder wenn es wieder groß ist, von mir aus. Frage ist nur, wie er dargestellt wird. Weil Jurassic World 1 handelt ja sozusagen davon, dass sie dieses große Viech einfangen, beziehungsweise am Ende dann vernichten wollen. Weil der ganze Film basiert auf den Indominus Rex. Das ist ja die Sache. Was auch meiner Meinung nach gut gelungen ist. Aber die Frage ist jetzt, Jurassic World 2 geht ja eher darum, also Jurassic World hat das eingeleitet, dieses Thema, ja, dass man die gegen Militär einsetzen sollte. Und dann hat auch noch Jurassic World gesagt, ja, schau doch mal, es kann immer noch alles schief gehen. Und was natürlich dann auch noch war, ist, wie gefährlich eigentlich so Hybriden sind. Und es, ja, also ich glaube, dass wir auf jeden Fall mehr Hybriden sehen bekommen und einen kleineren Dominus. Oder einen größeren, das wäre auf jeden Fall cool. Boah, sieht ja geil aus. Ich weiß ja nicht, was ihr davon so haltet. Also, den Titel muss ich sagen, der sagt ja eigentlich schon so, ja, Fallen Kingdom, das gefallene Königreich, der Park ist sozusagen vernichtet. Tut mir leid, ich habe hinter mein Fenster offen, weil es so eine Bullenhitze hier gerade, weil so eine Bullenhitze gerade herrscht. Aber, ja, es ist komisch, ich weiß auch nicht. Oh, mein Schweinchen. Ja, Fleischfresser. Ich meine, da gibt es ja auch einen Ark, Diodon. Sicherheit verwandt. Oh, da habe ich, glaube ich, auch mal gefragt bezüglich Fleischfresser, Pflanzenfresser. Da wurde mir... Oh, ich kriege ja noch eine Belohnung. Da wurde... LOL, was ist denn hier los? Ach so. Deals. Nee. 10 Millionen Futter für 11 mal die Sternwarte. Nee, tut mir leid. Münzen brauche ich nicht. Habe ich so viele überhaupt? Als ob ich so viele von denen habe. Das ist sowas, gehe ich ein, solche Deals. Kann man auch machen, davon habe ich viel zu viele. Futter möchte ich ungern ausgeben. DNS für VIP-Punkte auch nicht. Kriege ich auf jeden Fall einfacher. Ja, machen wir mal nochmal die Kampfstufe. Ja, Elephosaurus habe ich immer noch nicht. Scheißspiel. Nee, also ich möchte ihn echt irgendwann mal haben. Das sollte hinhauen. Schaff mal. Ja. Ich fände es auch cool tatsächlich, wenn die Raptoren vielleicht in Jurassic World so ein bisschen befedert werden jetzt in Jurassic World 2. Weil ich muss sagen, ich bin ja persönlich ein derartiger Fan vom Utahraptor. Oder Utahraptor halt, ne? Es ist nicht nur die Größe, es ist einfach, ja, der Gedanke, dass er halt so stark ist. Beziehungsweise, dass es halt wirklich so einen Raptor gibt, der den Raptoren aus Jurassic Park ähnelt. Ich meine, von der Größe her passt er. Auch mit 1,80 Meter Hüfthöhe oder sowas. Also das ist echt ein großer Raptor gewesen. Und 7 Meter Länge. Also, boah, krass, ne? Okay, die Jurassic Park sind vielleicht ein bisschen kleiner. Ganz wenig. Ich habe ja auch eine Utahraptor-Sichelkralle daheim mal mitgenommen aus dem Museum. Ich meine, die ist echt riesig. Die hat eine Größe von 30 cm knapp. Also, leck mich am Arsch. Das Tier war groß. Auf jeden Fall. Als ob wir den jetzt schon haben. Ach komm, die Botzen so. Oh, kacke. Nee, also Utahraptor gefällt mir. Also, ich weiß auch nicht. Ist auf jeden Fall mein Lieblingsraptor. Und auch mit Federn finde ich den nicht schlimm. Klar, ich muss persönlich sagen, so vom Design her, finde ich diese Art von Federn, die wir früher gedacht haben, dass Raptoren oder Dinosaurier haben, besser. Also, cooler. Sie stimmen wahrscheinlich nicht, aber halt nur so am Arm, bisschen am Hals, am Schwanz, am Rücken. So ein bisschen Haare nur. Oder Federn halt, ne? Das finde ich irgendwie cooler, aber wahrscheinlich war es ja so, dass sie tatsächlich wie ein Vogel komplett befedert waren. Was wiederum echt, ja, komisch aussieht irgendwie. Aber ich meine,
man muss es verkraften, beziehungsweise ich finde es vollkommen okay. Also ich habe da nichts dagegen. Ich bin da jetzt keiner, der sagt, nee, stimmt nicht. Deswegen bin ich auch einer, der die Theorie, dass T-Rex Federn hatte, befürwortet. Nicht nur, weil der Uteranus die hatte, über den ich vielleicht auch mal demnächst reden sollte. Ich glaube, da habe ich letztens einen Kommentar bekommen. Ich glaube, da google ich ein bisschen was nach vor der Folge und dann rede ich ein bisschen drüber, und wie ich zu dem so stehe. Nee, auf jeden Fall finde ich Uteranus mega geil. Oh ja, geil. Nee, also so von den Federn her wäre das doch mega lustig, oder nicht? Okay, in Ark ist das sehr, sehr wuschelig. Aber ja, generell. Coole Idee, oder nicht? Wir versuchen jetzt mal Schwache mitzunehmen. Und zwar gehen wir gleich mal zum Uteraptor, oder nicht? Ja, wo ist denn der? Als ob der so weit hin ist. Ey, willst du mich verarschen? Ja, WTF, habe ich ihn überhaupt auf Level 30 oder was ist hier los? Alter, der Sound ist mega. Oh, geil, ist der delayed. Holy shit. Velociraptor, ne? Mann, wieso habe ich den denn nicht auf Level. Oh, machen wir kurz auf ein Level. Ja, komm, Digga. Nee, also. Ich muss halt sagen, ich finde. Das Coole an Raptoren ist einfach. Man weiß, dass es früher Dinosaurier gab, die wie heutige Säugetiere gejagt haben. Also, das ist krass. Das muss man sich irgendwie so mal vorstellen. Also, ich weiß auch nicht. Also, ich finde halt. Klar, mit Vögeln verwandt oder Vorfahren sogar. Aber diese Ähnlichkeit, dass halt damals die Reptilien vogelartigen Kreaturen geherrscht haben. Und jetzt sind es sozusagen die Säugetiere. Also wenn man mal ehrlich ist, momentan. Also Säugetiere, soweit ich weiß, gibt es schon am häufigsten hier. Oder ich verwechselt jetzt. Oder ich verwechsel jetzt etwas. Ich hoffe nicht. Aber das ist schon so. Irgendwie, dass damals die Säugetiere nichts zu sagen hatten, jetzt mittlerweile ausgeprägt ist, fuck. Probieren wir das mal. Obwohl, na doch. Probieren wir jetzt einfach. Probieren es jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt auch mal stärkere Booster mit. Aber ich gehe so rein. Ja, also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber ich meine, momentan sind ja die Säugetiere schon häufiger vorhanden als damals. Damals haben die sozusagen nichts zu sagen gehabt und dass man halt einfach weiß, dass es jetzt auch Tiere gibt, die sich dann so entwickelt haben. Also manche gehen jetzt so ein Entwicklungsstadium durch wie damals die Saurier. Dass sie halt das Verhalten vom Verhalten her wie damals waren. Und das sich sozusagen so vorzustellen, finde ich halt schon cool, interessant. Oder das zu wissen einfach, dass früher auch eine Kreatur genauso war. Dass halt die Entwicklung halt, dass man sich eigentlich auch zu Dinosauriern an der heutigen Welt, ja, viel ablesen kann. Oder halt, ja, ich kann gerade nicht reden, aber dass man halt sehr viel da mitnehmen kann. Zwei ist zu viel, ja, zwei hätten gereicht wahrscheinlich. Schon interessant, mal gegen Schwächere wieder zu kämpfen. Ich versuche jetzt mit dem Uteraptor zu rasieren. Wird aber nicht einfach. Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein. Nein. Woher wusste er das? Wie ist denn das eigentlich, wenn ich den jetzt hier buffe von den Leben her? Und jetzt den Charakter switche. Ah ja, geht nicht. Geht gerade nicht. Oder ich hoffe es. Oder es geht halt nur gerade nicht und später wieder. Verdammt! Verdammt! Scheiße! Nein, bitte nicht, bitte nicht! Oh ja, alles klar. Okay, wohl, es ist ja ein Waste, aber er wird jetzt alle Punkte setzen, also wir down. Was? Hä? Hä? WTF? Können wir eigentlich wechseln, während ich... Nein, okay, wenn ich eine Karte eingesetzt habe, darf ich nicht wechseln. Interesting.
Holy shit, Mann, wie viel setzt der auf Defense? Gegen solche Bots zu spielen macht keinen Spaß. Ich weiß auch nicht. Ich wollte irgendwie aufgeregt, dass die zu schwach sind. Aber diese hier sind so komisch. Was geht jetzt von seinem Maximal? Kann ich jetzt switchen? Okay, kann ich. So, jetzt geht down. Holy shit, Mann, was ist das denn? Ich verstehe das Match gerade nicht, ne? Das ist. Also, der hier, der Bot hier, das ist ganz anders. Ich hasse Booster-Events, Mann, die sind da einfach so unberechenbar. Oh, Mann. Alter, bitte hab nicht drei auf Verteidigung. Bitte. Hab nicht drei auf Verteidigung! Alter. Alter Schwede, ist das nervig. So, komm, Minus. Betäubt. Er hat nur einen zum Vergeben, okay. So. Hä? Ach so. Die gesaved werden einem da nicht angezeigt. Ja, geil. Gut, dass ich das weiß. Komm, setz alle ein, bitte. Komm, komm bitte, damit sich meine Defense lohnt. Holy shit, was ist das denn hier? Das ist so, als könnte der dich perfekt auslesen. Und jetzt setzt er gar keinen, wenn ich... Okay, ich könnte da so ragen. Also, bei Boost-Events kann ich so ragen, weil die Bots so nee, also komm. Das ist jetzt schon etwas... Kann mir bitte einer sagen, was ich falsch mache beim Booster-Event? Ich kämpfe wie davor immer, aber die kämpfen so komisch. Die gehen immer auf Defense, immer Defense, dass man immer den Gegner angreifen lassen muss, damit der immer im Nachteil ist, ne? So wie ich es eigentlich mit Bots mache, aber hier geht das nicht. Alter Schwede. Holy shit, ey, da kriege ich schon wieder so einen Hals. Ja, ich hoffe, ihr freut euch trotzdem auf Jurassic World 2 und auf hoffentlich von mir mehr Content jetzt demnächst. Und ja, ich weiß echt nicht, was da los ist, ne? Ich kann das nicht abhören, diese scheiß Booster. Ich krieg das nicht hin. Also, ich spiele da so bad. Also, ich bin auf jeden Fall gehypt auf Jurassic World 2. Ich hoffe, ihr auch. Und sonst, ja, wie immer, Meinung, Fazit, irgendwas in die Kommentare einfach, ne? Und auch, ja, ich werde wahrscheinlich nächstes Mal ein bisschen mehr über New Tyrannus oder so erzählen. Mal schauen, mal schauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Es war ich der Marcel. Ciao.